Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Vlog von mir. Es ist Samstag und Bernd kommt gleich von der Arbeit. Ich bereite schon das Essen hier vor. Ich habe einmal hier so ein Blumenkohl-Curry gekocht mit roten Linsen. Dazu gibt es gleich Nudeln und den Rest vom Jubelschweiß, den ich noch habe. Ich habe hier einmal dieses Curry ohne Blumenkohl gekocht, weil Calvino kein Blumenkohl mag. Deswegen gibt es so. Das ist auch mit Zucchini. Und ich dachte, ich nehme euch einfach ein bisschen mit durch den Samstagnachmittagabend. Ich habe ein neues Hobby für mich entdeckt, da ich ja zurzeit sehr viel Zeit habe durch dieses Wir bleiben zu Hause Hashtag Dingsbums wegen Corona. Habe ich so viel Zeit, dass ich angefangen habe, Steine zu bemalen. Die zeige ich euch nachher mal. Ich habe gestern schon einen ausgesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also man bemalt halt Steine, legt sie aus. Man schreibt auf die Rückseite Hashtag. Zum Beispiel, ich schreibe halt Pottsteine drauf. Manche schreiben Eifelsteine drauf, je nachdem, wo man halt herkommt. Und dann schreibt man noch drauf Finden, Freuen, Posten. Also jemand, der den findet, soll den bitte fotografieren und auf Facebook posten, dass er ihn gefunden hat und am besten wieder auslegen an einer anderen Stelle. Und einen habe ich gestern ausgelegt und er ist weg und er wurde nicht gepostet und ich bin voll traurig, dass der weg ist. Der war so schön. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ja, nutzt nichts. Müssen wir weiter gucken. Ich habe überlegt, vielleicht nicht die ich am schönsten finde, auszulegen, sondern die behalte ich dann. Und ich lege die aus, die ich nicht so schön finde. Vielleicht bleiben die dann liegen oder werden woanders hingelegt. Da ist die Chance vielleicht größer. Ja, mal schauen. Ich zeige euch die nachher mal. Der Etty ist wieder müde. Wir waren den ganzen Nachmittag draußen. Und der wurde den Tag auf der Hundewiese angegriffen. Also die haben ganz normal gespielt. Er und ein anderer Hund, da unterm Auge hat er eine kleine Wunde, seht ihr? Die ist nicht so groß, zum Glück. Ja, die haben ganz normal zusammen gespielt und dann hat der andere Hund ihn angefallen und Smurfy lag dann unten und es war quasi schon zu spät. Ich bin dann hin und die Besitzerin von dem anderen Hund auch. Wir haben die auseinandergenommen und sie sagte dann auch, dass ihr Hund halt nicht sozialverträglich ist. Also, dass der halt immer andere Hunde aufspringen will und andere dürfen, also rammeln möchte und andere Hunde dürfen ihm halt noch nicht mal am Popo riechen, weil dann rastet der halt so aus und so ist es halt passiert und eigentlich sollte man mit solchen Hunden nicht auf die Hundewiese gehen, aber ja, jetzt sind wir erstmal wieder geheilt, jetzt gehe ich da erstmal wieder nicht mehr hin, weil ich es halt total doof finde, dass da Menschen mit solchen Hunden hingehen. Ich meine, die Frau war ganz nett, die hat mir dann auch ihre Telefonnummer gegeben und hat gesagt, wenn es noch was kommt, wenn noch was Schlimmes ist oder so, dann soll ich mich bei ihr melden. Ist es zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Wir haben die Wunde gereinigt und es ist halt hier so ein, eine Wunde halt, aber es sieht jetzt schon wieder wesentlich besser aus. Ja, und dann wollte ich auch noch was dazu sagen. Ich hatte euch mal berichtet, dass wir Smurfys Futter umgestellt haben auf Trockenfutter und er hatte hier eine Schorfwunde unterm Hals oder wie ich es nennen soll und die ist abgeheilt. Wir haben ja, also das war glaube ich von dem Weizen oder so in dem Futter oder keine Ahnung von was in dem Futter. Jedenfalls haben wir wieder zurück auf Barf gestellt und die ist fast komplett weg, diese Schorfwunde. Also muss es wohl wirklich an dem Futter gelegen haben. Vielen Dank für eure zahlreichen Tipps, die ihr mir in die Kommentare geschrieben habt. So, ich habe jetzt diese Soße mit hier reingemacht. Calvino hat die probiert, schmeckt ihm überhaupt gar nicht. Aber macht nichts. Wir haben jetzt ja Nudeln sowieso und dann gibt es diese Nudelsoße vom Lidl dazu. Und dazu gibt es noch Käse. Der zerläuft dann so schön, weil es so schön warm ist. Ja, jetzt piept hier mein Reis. Nochmal anmachen, dass er warm wird. Oh, jetzt sieht man dich in der Mikrowelle. Schnell weg. Schnell weg. Ja, so, da ist schon das Essen für den Hund. Das taut auf, sein Barf. Barf, barf, der wartet schon. Ihr seid so süß. Ja. Ja, er muss dir mal die Ohren lecken. Ja, da sitzt die Hinterbeine so.
Küke Spiegel wieder. Professor. Hallo! Hallo! Was soll das? Ah, oh, wenn ich reise, schaff! Ah! Er sagt Umarmung, Umarmung. Da muss ich aber runterkommen. Da muss ich aber runterkommen, weil es ist mit Zentralen, die tut so weh. Aber eine kräftige Umarmung. Ja, Bernd hat schon angerufen, der ist auf dem Weg hier nach Hause zu uns. Und wir werden dann jetzt mal essen und nehmen euch mit. Na? Nehmen wir sie mit? Nein, wir nehmen sie nicht mit. Nein, dürfen wir nicht. Der guckt immer gerne YouTube, produziert aber nicht gerne Videos. Die Jugend von heute. Jetzt. Oh, Dreck. Hast du den Handschuh, Smurfy? Hallo! Ich bin ganz real life dreckig. Weil Gammel outfit. Er sagt Geilo Matti. Ja, Smurfy hat Hunger, der wird das gerne essen. So. Hallo. Das ist jetzt auch fertig. Wow. Hallo, hallo, hallo. Das ist bestimmt voll heiß. Dann verbrenne ich mich. Ich will mich nicht verbrennen. Hallo, hallo. Oh, heiß. Achtung, Achtung, heiß und fettig. So. Achso, der Salat fehlt noch. Der Salat. Und das Dressing. Er ist stark. Aber zeig, ich bin stärker! Zeig mal dein neues Spielzeug, Smurfy. Hallo, Herrchen ist da. Geh schnell. Los, Calvino, leg dich daneben auf den Boden. Hallo. Hallo. Na, wo machst du den ganzen Hallo. Ja, muss ich mich auch noch hinschmeißen? Oh, Anne, oh. Ja, was ist hier los? Ja, was ist hier los? Hallo, Milord. Mhm. Hab ich mit eingesaut? Mhm. Hab ich schon gezeigt, dass ich rumlaufe, dass ich mich schick gemacht habe, ja, für dich. Wie immer. Das ist real life, da hat man schon mal Flecken. Ja. Ja. Überall so, ich habe dir kredenzt, Milord. Alles. Ja. Wasser fehlt noch, Getränke. Ja, dann nimm ihn. Machst du offen? Ja. So, bitteschön, die Herren. Mach ich. Wie er guckt. Ja. Ob da einer reingestochen hat, weiß er hier. Ich weiß nicht, ob da einer reingestochen hat. Den haben wir gestern geholt. Holst du Strom? Ich hole jetzt Strom. Ja. Nee, 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 das ist mein Karton. Jedenfalls hatten das gestern Bernd und Calvino gekauft. Und hier musste dann schon ein Flicken geklebt werden, also Panzerband, weil wir jetzt kein... Ja, das war der Hund, weil wir keinen Flicken hatten. Und das hat auch super gehalten.
Und ja, heute war es dann so, als ich rausgekommen bin. Und jetzt versucht Bernd herauszufinden, wo das Loch ist. Und zur Not können wir nachher in der Action gehen. Da gibt es bestimmt Flickengedöns, ne? Die Biene mal retten da hinten. Die Biene retten? Oh ja. Dann nehmen wir das. Wo ist sie? Da. Nimm mal die Hand. Nimm die Hand. So, Bini. Da. Komm erstmal zur Ruhe. Was machst du da? Hast du dir einen Stein geklaut? Jetzt hat er sich einen Stein geklaut. Gibst du mir den wieder? Oh, warte. Oh, was hast du da? Jetzt muss ich dich jagen, ne? Jetzt kriege ich dich. Jetzt, oh, warte. Mal gucken, ob du irgendwo was siehst. Ob ich was sehe oder ob ich höre, wo Luft rauskommt? Ja, beides. Komm weg. Oh, tschu. Gehst du da weg? Hier nicht. So offensichtlich sieht man nichts mehr. Nein, gehst du da weg? Das sind meine Steine. Mit deinen Pfoten. Da habe ich ihn wieder. So. Toll. Voll angekaut. Ich zeige euch die schönsten. Der. Und so schreibe ich das dann da drauf. Finden, freuen, posten und wieder auslegen. Da, Pottsteine. Ja, und die sind jetzt zum Auslegen, weil die sind nicht so schön. Die nimmt bestimmt keiner mit. Hm? Ich komm doch gucken. Du hast doch da geblasen und ich hab geguckt. Was soll ich noch gucken? Irgendwo muss es ja rauskommen. Ne? Ja, irgendwo muss es raus. Vielleicht war das auch auf, dieses Loch, wo du aufbläst. Nee. Das war zu. Ja. Aber guck mal, du hast jetzt nur unten aufgeblasen und es ist komplett... Es ist immer noch alles ein Kanal. Das ist alles ein Kanal, okay. Ja. Ich dachte... Das habe ich ja gestern schon gesagt und heute Morgen. Ja, wenn da einer mit Messer reingestochen hätte, ja, wäre das mir jetzt schon mal, da ist ja immer noch prall. Weißt du, was ich meine? Ja, aber wie kann denn die Luft hier rauskommen? Ja, aber ich sag, wenn einer mit Messer... Müssen die da drin sein? Das sind einfach nur Stopp. Ah, der Hund schon wieder. Scheiße. Gehst du da weg? Ich meine, wenn er mit dem Messer reingestochen hätte, oder? Dann wäre sofort. Dann wird er weg. Jetzt nicht mehr so prall sein. Dann brauchen wir ja kein Wasser heute drauf machen fürs Kind, oder? Nee, der ist ja jetzt drin. Also das muss nicht drin bleiben, nee, weil einen davon habe ich weggeschmissen. Ja auch. Ja. Den hat Calvino sich nämlich gestern gekauft, den Pool. Das war sehr schade, als der heute kaputt war. Er hat Durst. Kriegst du nicht zu trinken, du armes Tier. Ja. Hier. Der hat doch Wasser. Wenn wir den halt jeden Tag wieder aufpumpen müssen, ist ja auch scheißegal. Ja, ich glaube aber, weiß ich auch nicht, warum das war. Oder das ist doch dann hier da irgendwie rausgekommen. Dann müssen wir halt hier nochmal doch einen Flicken holen. Ja, dass es da irgendwie an den Seiten doch rauskommt.
So, ich muss das hier mal eben auffüllen. Das ist für unsere Eiswürfel zuständig, weil wir hier keinen Wasseranschluss am Kühlschrank haben. Zieht er sich hier das Wasser aus dem Tank und dann können wir hier entweder Eiswürfel, Crush-Eis oder Wasser aus dem Kühlschrank nehmen. Etwas voller, glaube ich, als es darf, aber das wird schon funktionieren. Keine Zecken. Ich möchte keine Zecken sehen heute. Ja, darf ich ja versuchen. Keine Zecken. So. Familienausflug. Spontan. Wo geht's hin? Action. Nach Action. In die Nachbarstadt. Wir waren jetzt... Was hier so lecker riecht. Guck mal bitte in meiner Innentasche. Da ist ja Liquid drin. Nicht, dass ich das falsch nicht zugemacht habe. Könnte das nämlich sein, das wäre nämlich ganz schön. Das ist wieder ausgelaufen, weil das so smelt hat hier drin. Achtung, deine Kamera. Alle haben soziale Kontakte, alle treffen sich. Ja, nur wir nicht. Nur wir nicht. Wir sind wirklich mit uns. Wir sind gesund, wenigstens. Ja, wir kriegen kein Covid. Nee. Wenn alle am Covid-Virus gestorben sind, sind wir noch am fröhlichen Rumlaufen. Wir können uns überall einfach alles nehmen. Naja, aber wir gehen shoppen. Und das... Ja, aber mit Maske. Um auf zu popeln. wir gehen den dritten Abend in Folge shoppen bei Action. Ja, um das. Wir kriegen ja bald einen 250-Euro-Gutschein, haben die Grünen gefordert. Ja, wir sollen die Wirtschaft ankurbeln. 250 Euro für jeden. Ja, wir kaufen ja nicht viel, ne? Ich wollte gerade sagen, wir haben in den letzten 3 Tage 100 Euro bei Action ausgegeben. Ja gut, da war aber der Pool dabei, ne? Ja, Achtung. Und dein Spray für 50 Euro und Farben? Ja, mein Spray für 50 Euro. Ja, aber 40 Euro. Bestimmt. Mit den Lacken und auch. Guck mal, wenn dann ein Papa nehmen würde. Alter Auto. Ja, ich weiß, aber ist doch egal. Ist mal fies am Sabbern. Ja, voll lieb. Ein bisschen Luftperioden da hinten. Vielleicht kriegt der Sabberfarm so bam in dein Gesicht. Fahr mal vorsichtig, sagt der Smurfy. Du fährst so wild, der fliegt immer in der Ecke, in der Kurve. Dann machen wir den Schlabber weg mit der Zunge. Ihm geht's nicht gut. Er sagt, Herrchen fährt Auto wie ein Irren. Nein, Herrchen fährt Affenball. Nein. Mit, was du mitteilen möchtest. Du hättest das filmen müssen. Ich aber hab 96 Cent. Für Diesel. Diesel. Ja. 96 Pfennig. Pfennig? Das ist lange her. Der Diesel, der Sprit wird niemals über eine Mark kosten. Wenn das passiert, fahre ich kein Auto mehr. Ja, ist klar. Mein Opa gesagt, er hätte auch keinen Führerschein gehabt. Er hat sich aber immer aufgeregt über die Spritpreise. So, wir haben ein paar Sachen gekauft. Desinfizieren wir gerade erstmal die Hände. So. Oh, hier ist alles Farbe. So, wir haben ein paar Sachen gekauft. Ich zeige euch nachher, was wir gekauft haben. Das ist vom Steine bemalen hier. Bernd ist noch drin. Ich bin jetzt schon mal rausgegangen. Einfach weil, damit nicht so viele da im Laden sind und das Murphy nicht so lange alleine ist. So, wir haben uns das ja selber gemischt, das Desinfektionsmittel. Mit Isopropanol und Wasser. Destilliertes Wasser. Zeig mal dein Tier, Kalle. Der hat hier auch noch für 5 Euro so Bambuszeug geholt. Zeig mal. Hier, guck
Und dann fällt dann die Kiste raus. Darf ich das mal in die Kamera zeigen? Jo. Der ist so süß. Du hast doch gerade gesagt, du findest ihn nicht toll. Ja, weil ich nicht wollte, dass du dein Geld verschwendest. Hä, das ist doch nicht Verschwendung. Calvino hat sich das geholt. Der ist süß, oder? Ja. Was ist das, eine französische Bulldogge? Das ist ein Mops. Ein Mops? Ja. Steht hier was drauf? Smurfy will mal schnuppern. Aber nicht ihn reinbeißen lassen. Nein. Soll ich es zumachen oder ich komm jetzt auch raus? Ja. Guck mal, Smurfy denkt, er hat einen neuen Freund. Ja. Oh. Ist denn der Freund? Ja. Warte, nee. Mopsi. Steht nicht drauf, was das für eine Rasse ist. Jetzt hast du ja einen eigenen Wachhund in deinem Zimmer. Bald. Jetzt. Und eine Blume hast du dir geholt. Ja. Okay. Zeige ich euch. Ja. Da. Oh, cool. Ja. Dafür habe ich sogar noch einen Blumentopf für dich, wenn du möchtest. Aber wie noch ein KitKat oder später? Ja, Mach her, ich pack die hier vorne hin mit meiner Maske zusammen. Die kommen mir. Nee, meine Brille ist runtergefallen. Oh oh. Weil müssen wir jetzt sparsam mit umgehen. Was ist das? Das ist das vom Schild Box von deinem Hund. Das Band behält auf welches Halsband. Echt jetzt? Ja. Okay. So, ich packe die einfach hier unter die Sonnenblende. Wo wir immer noch sehr viele Tankmarken haben. Ich weiß nicht, ob die noch gültig sind, wenn wir fahren. Hier haben wir auch noch Forint. Und hier packe ich jetzt die Masken hin. So. Ach so, Bernd ist übrigens eben in den Edeka gegangen. Der muss noch ein paar Sachen holen, die wir morgen grillen. Wir sind nämlich morgen auf einen Geburtstag eingeladen, was ein ganz besonderer Geburtstag ist. Und zwar wird der getrennt gefeiert. Morgen sind wir eingeladen, dann danach die Woche sind die anderen Familienangehörigen eingeladen und danach die Woche die noch anderen Familienangehörigen, weil man ja nicht so viele Menschen aufeinandertreffen soll. Deswegen ist das alles komplett getrennt und ja. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, Bernd muss noch ein bisschen Gemüse holen. Wir hatten uns nämlich im Action, so, die zeige ich euch gleich, so Grilldinger geholt, wo wir Gemüse drin grillen können. Und ja, wir hatten nicht mehr genug Gemüse. Knuddel, knuddel. Oh. Oh, jetzt. Ey, du sollst nicht. Er nutzt die Chance. Einmal nicht aufgepasst, zack. Nicht beißen, Smurfy. Ihr seid Freunde, okay? Ja, zu Hause kann er ja dann auch mit dem Dackel spielen, den wir noch haben. Nein. Nein, nein, nicht spielen. So wie jetzt ablecken. Ey. Natürlich nicht beißen. Zeig mal, was du Tolles mitgebracht hast. Woher weißt du, dass die ohne Gelatine sind? Weil ich das gelesen habe auf der Rückseite. Muss ich jetzt kontrollieren. Mit Maske Auto fährt, kostet 200 Euro Strafe. Ja, weil wenn du geblitzt wirst. Ja, ja, bist du nicht zu erkennen. Ja. Moin kleben. Mhm. Ja, größer war meine auch nicht. Früher konnte man damit richtig große Blasen machen. Kann man heute auch noch mit aber zwei oder drei. Aber das ja, ging halt mit einem. Das ging besser, ne? Was haben die geändert? Alles. Alles. Alles ist anders. Früher war alles besser. Früher war nicht alles besser. Ja, aber sagt man doch immer. Das Murphy will auch ein Kaugummi. Ja. Er wird da sofort runterschlucken. Wie man würde sofort runterschlucken. Man kommt an die Kackwurst und Mantel mit kaum mehr Kack als Kotbeutel raus. Bitte? Ja. Ja. Ein Smurfy-Kaugummi ist. Ja, wir haben doch schon mal gefragt, als wir nach Ungarn gefahren sind, ja, ob die sich an ein Lied erinnern. Das da war das Run DMC. Run DMC. Wir haben ein neues Lied. Like genau. Und ihr müsst jetzt uns in die Kommentare schreiben. Wir suchen ein Lied. Wir wissen nicht, wie es heißt. Es erinnert uns an früher. Und zwar war da eine Männerstimme, die hat gelacht. Und es ging
Mach. Irgendwie so, wieder mach du. Nein, man wird nicht zum Affen hier vor. Warum? Ja. Warum, die mögen dich alle? Mach dich zum Affen. Calvino, mach du. Nein. Nein. Smurfy schläft. Er ist entschuldigt. Mann, wie ging das denn? Ich zeig das auch nicht. Wir wissen ja noch nicht mal, ob es das ist. Mach mal nach vorne ein bisschen. Du fährst. Ja, mach du das selber. Das dauert ja ewig. Man muss ja vorspulen. Ja, ich mach ja. Da. Genau. Okay. Wer es richtig hat, kriegt einen Euro. Der kriegt einen Stein zugeschickt. Jau. Was jau? Den schicke ich einen Stein, wer jau einen möchte. Von meinen selbstgemalten Stein. Dann mache ich auch. So lachen wir dann auch. So, es ist jetzt schon 9:30 gleich. Und ich wollte euch eben zeigen, was wir im Action eingekauft haben. Ein kleiner Action-Haul quasi. Diese Tropical Kokos Limonade, die hatte Bernd gestern schon oder vorgestern einmal mitgenommen aus dem Action. Und die hat den beiden super gut geschmeckt, also Bernd und Calvino. Und deswegen hat er davon, ich glaube, 10 Stück mitgenommen. Ich habe mir einmal diesen Versiegler mitgenommen, wenn ich meine Steine bemalt habe, dass ich die ansprühen kann. Dass sie dann nicht, dass sie so vor Verwitterung und so halt, ihr wisst schon. Dann haben wir uns für den Garten 6 von diesen Tellern mitgenommen. Die gibt es in verschiedenen Farben, weil unsere Teller zum Essen, die sind so schwer und das ist echt doof, weil wir echt erst den Balkon immer runter müssen, über den Garagenhof in den Garten. Jetzt in den Umschlag wieder. Ich habe auch drauf geschrieben. Hier. Super. 205, 87 sind noch 118 drin. Okay, klasse. Mach ich. Ja, und damit wir halt nicht mehr so schwer schleppen müssen, aber ich wollte halt auch nicht diese Wegwerf-Papp-Plastikteller, deswegen haben wir die geholt. Ich glaube, die waren 89 Cent einer. Die darf man allerdings nicht in die Spülmaschine machen. Man muss sie mit der Hand spülen, aber egal. Haben wir 6 davon. Wir brauchen ja immer 3, wenn wir essen. Haben wir halt 6 genommen. Und dann nochmal passend diese Schüsseln dazu. So Salat kann man da reinmachen oder was auch immer wir da reinmachen möchten. Dann, weil wir, wir haben so einen hässlichen Tisch im Garten. Der ist so richtig geused. Used Look. Der hat mal 25 Euro gekostet. Den habe ich jetzt schon, wann habe ich den mal mitgenommen? Bei Thomas Philips. Ich weiß nicht, 7 Jahre oder so, da hat Calvino richtig viel drauf gespielt. Früher gematscht, Autos hin und her im Sand, Burgen gebaut, alles auf diesem Tisch. Da ist auch ein Loch drin und was auch immer alles. Und wir hatten so eine Tischdecke aus dem Baumarkt mitgenommen und die ist so fusselig, die ist so leicht. Die fliegt bei jedem Windstoß weg und hat jetzt auch schon Risse und Löcher. Deswegen haben wir eine neue mitgenommen. So sieht diese dann aus. Die hat 3,80 Euro gekostet. Und ich hoffe, sie passt. Die ist, wie groß ist sie da? 1,40 Meter x 2,50 Meter. Und die ist ein bisschen dicker von der Qualität als die, die wir jetzt haben. Aber dennoch habe ich diese mitgenommen, die man so dran klippen kann. An die Ecken. Und ich weiß jetzt schon, wer daran kauen wird und die so haben will. ich denke, Smurfy wird da seinen Spaß dran haben. So, und last but not least habe ich mir einen neuen Putzeimer gegönnt. Denn ich hatte schon mal so einen mit Motiven. Wer hat den kaputt gemacht? Ja. Der Smurfy. Und wer ist morgen wieder kaputt? Nein, ich passe besser darauf auf. Smurfy hatte erst den Henkel abgebissen. Da habe ich ihn trotzdem noch benutzt. Guck mal, er hat schon gesagt, will mit ins Video. Da habe ich ihn noch benutzt, aber irgendwann war der halt undicht. Da war der irgendwo reingebissen und dann konnte ich ihn nicht mehr benutzen. Da. Hallo. Er will mitmachen. Du bist der YouTuber-Beagle. Das ist die Hängung, sagt er. Zeig mal deine Wunde, du armer Beagle. Du durftest heute nicht auf die Hundewiese, weil wir Angst haben. Ja, wegen den anderen Wunden. Ja,
komische andere Hunde. Was machen wir mit deinem Hot Blood? Eisfach? Kühlschrank? Ins Eisfach? Mond? Ja, in den Kühlschrank ein paar, ne? Okay. Machen wir so viel in der Schränke. Ich weiß nicht mehr, wohin damit. Gibst du noch mehr? Ja, ich gebe dir noch mehr. So. Schaut unseren Vorrat. Es ist alles voll. Noch mehr? Was für Arbeit hier. Noch mehr? Ja. Dann jault sie nicht mal rum, dass sie nicht in die Schränke tritt. Ja, es ist alles voll. Dann kommen die Kühlschrank wieder auf und haben wieder 100% Platz mehr. Wer kennt das auch von euch? Hör auf, meine Dinger zu schütteln. Ich schüttel dir gleich mal deine Dinger. Schön wär's. Gib mehr. Ich hab nicht mehr. Ich furze dich gleich. Was? Bist du so frech? Irgendwie ist die Kamera falsch eingestellt. Ja, du bist so rot. Du bist auch falsch eingestellt. Ich habe ein rotes T-Shirt an. Nee, aber jetzt mal ehrlich. Ja, ehrlich. Seitdem, die stellt auch nicht mehr so hell. Der Mond, der Smurfy. Ja. Okay, unser Vorrat hier. Cornflakes. Guckst du. Hier, Fertignudeln. Cornflakes. Hier, wie heißen die? Kuchenbackform. Hier ist unser Brotback-Moped. Auflaufform, Muffinform, leere Dosen, die wir unbedingt mal haben mussten. Hier ist vom Kühlschrank noch irgendwas. Ich glaube, das ist sogar vom alten Kühlschrank noch. Ja, vom alten, immer vom alten. Na ehrlich jetzt, von dem, den wir gar nicht mehr nutzen. Der ist nicht vom alten, vom neuen. Das hier ist vom neuen. Ja, tatsächlich, LG. Ja, sag ich doch. Ja, aber von... Der alte auch. Ich weiß, wofür das hier ist. Der alte war auch ein LG. Ja, aber das hier ist, wenn man das Eisfach macht, Ding nicht nutzt, dann kann man das reinmachen. Das echt jetzt? Prinzessin. Guck mal, da oben ist auch noch eine Tupper hin. Immer eine gute Suppe. Ja. Suppen, Soßen von Knorr aus dem Angebot, Ananassaft, Ananas. Mandeldrink, ungesüßt. Alles, was die Veganskis so brauchen. Bernd bereitet jetzt nämlich noch das Gemüse für morgen für den Grill. Tag vor. Gut. Hast du noch was Kluges mitzuteilen für die Außenwelt? Ich wollte nicht mehr. Ich auch nicht. Bleib geschmeidig im Schlüpfer. Ja. Meine Zuschauer sind geschmeidig im Schlüpfer. Und denkt daran, mir das Lied, den Ohrwurm des Tages, wenn ihr wisst, wer das war, unten reinzuschreiben, dann dürft ihr euch einen wunderschönen Stein aussuchen. Ich muss jetzt 1000 Steine malen. Ach so, okay. Stimmt, die sind heiß begehrt, die Steine. Stimmt. Wir verlosen den dann. Schreibt uns das unten rein und wir verlosen das dann unter all den Kommentaren. Bedanken euch fürs Zuschauen und wünschen euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, ich habe vergessen, muss ich euch noch zeigen, habe ich euch versprochen. Die Barbecue-Dinger. Da können wir das Gemüse reinmachen. Musik mitmachen und die kommen dann morgen auf den Grill. Was haben die gekostet? 1,34 Euro. 1,34 Euro. Bei Action. So, jetzt aber. Tschüss.